Hallo, ich grüße euch. In diesem Video möchte ich euch eine sehr einfache Übung für eure Füße zeigen, mit der ihr richtig große Erfolge haben könnt. Es ist eine 2-in-1 Übung. Auf der einen Seite ist eine Übung gegen Fußdeformationen wie Hallux Valgus und auf der anderen Seite ist eine Übung, die direkt den Beckenboden kräftigen und aktivieren lässt. Für mehr Wahrnehmungsgefühl empfehle ich euch auf jeden Fall die Videoreihe, die 3 Videos der Beckenboden, die schon in meinem Kanal sind. Das Einzige, was ihr braucht, sind 2 Murmeln. So ungefähr sehen sie aus. Und diese 2 Murmeln kommen unter dem Fuß. Diese Übung könnt ihr auf dem Stuhl machen oder im Stehen. Ich empfehle euch auch, sie sehr oft im Stehen zu machen, um noch mehr Wahrnehmungsgefühl zu haben. Die Murmeln werden wir jetzt unter der Fußsohle positionieren, und zwar zwischen Großzehballen und Kleinzehballen. So, jetzt bin ich ein bisschen weiter weg und ich stelle mich auf die Seite, damit ihr die Übung besser sehen könnt. Diese Murmel, also wichtig ist, dass die Füße parallel miteinander sind und die Fersen sind vielleicht ein Tick, wenn das die Fersen sind, ein Tick mehr zueinander, so als die Zehen es sind. Also nicht ganz so die Füße, aber auch nicht so, also nur ein bisschen faul. Ich positioniere diese Murmeln nun unter meinem Quergewölben rechts, Quergewölben links. Erster Schritt, das sind nur 3 Schritte jetzt für die Füße. Schaut, dass die Ferse über die eigene Mitte aufgerichtet ist. Also die Ferse über die Mitte, sodass der Druck von der Murmel schon ein bisschen weniger wird. Wenn der ganze Körper sich auch über diese Ferse Mitte senkrecht aufrichtet. Sobald ihr die Knie ein bisschen nach vorne schiebt oder das Becken, spürt ihr mehr Druck unter den Quergewölbe. Und das ist ein tolles Feedback, um den ganzen Körper über diese Ferse aufgerichtet bleibt. Der Kopf über den letzten Halswirbel. Und sobald die Ferse über die Ferse Mitte aufgerichtet ist und der Körper oben drüber, dann die Zehen, alle Knochen im Fuß nach vorne entlasten. Jedes Gelenk soll die Chance haben, sich zu entspannen nach vorne von dem Fußgelenk. Nur die Ferse, der Knochen von der Ferse macht vielleicht einen Gegenhalt in die Gegenrichtung, aber ansonsten alle Fußknochen nach vorne mit der Absicht, jedes Gelenk zu öffnen. Auch wenn die Murmel sich wieder noch ein bisschen drückt. Das ist die Basis von der Übung. Zehen nach vorne, Fersebein nach hinten und jetzt kommt, angefangen mit dem rechten Fuß, neben der Murmel, der Großzehballen und der Kleinzehballen, wie 2 hängende Ohren zum Boden hinbringen, als ob sie die Ohren von der Murmel wären und gleichzeitig lass die Murmel noch mehr zum Fuß hin. Bisschen das Gefühl, dass diese Murmel sich aufblasen könnte. Diese 2 Sachen auf einmal, Großzeh- und Kleinzehballen zum Boden hin und Quergewölbe, umfang oder nimm die Murmel ganz zart auf. Immer schauen, dass die Basis stimmt. Zehen nach vorne, Fersenbein nach hinten und gleichzeitig die hängende Ohren neben der Murmel, Murmel auffangen lassen. Und wenn ihr noch mit rechts beschäftigt seid, wird ihr die Aufrichtung des ganzen Beines spüren und die Resonanz im rechten Becken. Rechte Seite von unserem Papaya-Netz. Dann die andere Seite genauso. Zehen links nach vorne, Fersenbein nach hinten. Die Ferse bleibt über seine Fersemitte. Und dann neben der Murmel die hängenden Ohren, Großzeh- und Kleinzehballen zum Boden hin. Das ist das, die Grundzehgelenke. Und gleichzeitig die Murmel blass sich zum Fuß hin, nach oben auf. Und beides gleichzeitig.
große Kleinzehbein zum Boden hin und der Quergewölbe schön aktiv halten. Rechts und links im Wechsel und dann beides gemeinsam. Ich empfehle euch, diese Übung so oft wie möglich zu machen, damit ihr die Erfolge richtig spürt. Auch zum Beispiel beim Zähneputzen, bei Hausarbeiten erledigen, beim Homeoffice vor dem Computer oder außerhalb von zu Hause. Überall könnt ihr es anwenden. Und ihr braucht nicht immer die Murmeln dabei zu haben, sondern ihr könnt auch eure Vorstellungskraft verwenden und die Murmel unter dem Quergewölbe euch einfach nur vorstellen und prompt habt ihr schon die Übung parat. Wähle immer Schuhe, die euch diese Ausrichtung des Fußes erlauben. Das heißt, die Aufrichtung auf der Fersenmitte, die Verlängerung der Zehen nach vorne und die Aktivierung des Quergewölbes, Selbstaktivierung und nicht, dass der Schuh das für den Fuß macht. Was der Fuß macht, hat oder spiegelt sich am Beckenboden und spiegelt sich an die gesamte Körperhaltung. Deswegen lohnt sich einfach, eine richtige Wahrnehmung des Fußes zu haben. Und mit dieser Übung könnt ihr sie so richtig gewinnen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald. Tschüss!